CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu später Stunde diskutieren wir in der Tat noch ein sehr wichtiges Wirtschaftsgesetz. Es geht hier um die Neuordnung des gesamten Verkaufs, der Beratung, der Regelung für Versicherungsunternehmen im sogenannten Versicherungsvertrieb. Und uns in der Koalition war es sehr wichtig, dass wir einmal funktionierende Versicherungsmärkte haben, dass wir einen vernünftigen Wettbewerb haben. Und zwei Dinge, Frau Maisch, waren uns besonders wichtig. Das eine war, dass die Honorarberatung gestärkt wird. Und das zweite war, dass der Versicherungsschutz dramatisch verbessert wird. Und genau das haben wir mit diesem Gesetz gemacht. Das ist uns hervorragend gelungen. Denn, Frau Maisch, es gibt Situationen, wo Menschen schlecht beraten werden. Das Schlimmste ist aber für die Menschen, wenn sie gar nicht beraten werden. Wenn sie ihrem Ansatz gefolgt wären, wären wir in einer Situation, wo Menschen nicht mehr beraten werden. Und die Folge ist natürlich, wenn einer den Versicherungsschutz nicht mehr einkauft, sondern letztendlich auf den Staat verlässt, dann kommen die Kosten auf den Staat zu. Und wir wollen nicht, dass die Menschen ihre Risiken beim Staat ablassen und wir dafür im Grunde als Staat auch zuständig sind für die Risiken eines jeden Einzelnen. Und deswegen möchte ich auf die Gefahr Ihres Antrags, auch Ihres Entschließungsantrags, sehr intensiv eingehen. Der Gesetzentwurf will eine Stärkung der Honorarberatung haben. Und Sie, wie auch der erste Entwurf war, ging davon aus, dass nur in Zukunft noch Versicherungsberater gegen Honorar beraten dürfen. Es gibt in der Tat derzeit 318 Versicherungsberater in Deutschland. Und in den letzten Jahren steigen sie meistens um etwa 10, 15 Personen pro Jahr. Und die sollen jetzt in Zukunft alleine Versicherungsberatung durchführen können. Aber von diesen 318, das ist das Besondere, bieten sich nach Aussagen des Verbandes nur 89 überhaupt privaten Personen als Berater an. Diejenigen, die seit Jahren, ja teilweise seit Jahrhunderten im Beratungsmarkt tätig sind, das sind nämlich die Versicherungsmakler, denen wollten sie aber untersagen, in Zukunft zu beraten und stattdessen sie als Abhängige von Versicherungsunternehmen darstellen. Und das wollten wir nicht. Wir wollen Versicherungsmakler nicht als Abhängige haben. Versicherungsmakler sind, Frau Maisch, wie in Ihrem Antrag, nicht irgendwelche Maklerinnen und Makler. Wir haben in Deutschland 48.000 Versicherungsmakler. Das sind zum großen Teil Versicherungsmaklerunternehmen mit 1.000 Beschäftigten, übrigens alles Angestellte, die nicht auf Provision arbeiten. Oder der Bundesverband der deutschen Versicherungsmakler, ein eher kleinerer mit 600 Maklerunternehmen, hat im Durchschnitt 20 Angestellte. Hier geht es nicht darum, Einzelne, die gegen Provision verkaufen wollen, sondern Makler machen das gesamte Beratungsgeschäft beim Kunden. Das heißt also, sie analysieren, sie entwickeln Deckungskonzepte, sie vermitteln, sie betreuen, sie beraten, aber sie regeln auch die gesamte Schadenabwicklung. Und damit ist Ihr Ansatz völlig daneben, wenn Sie sagen, diejenigen, die wirklich in der Beratung tätig sind, denen wollen wir das entnehmen. Und deswegen war unser Ansatz anders, zu sagen, wir wollen in Zukunft eine Stärkung der Honorarberatung haben und das geht ausschließlich über den Versicherungsmakler und das haben wir mit diesem Gesetz jetzt gemacht. Ich will ein zweites Thema aber dennoch ansprechen, mit dem ich auch überhaupt nicht zufrieden war, das war die Restschuldversicherung. Sie haben dieses Thema angesprochen, ich habe auch das Gutachten der BaFin sehr aufmerksam gelesen. Und es gab ja gerade einen Vorschlag von der Kollegin der Linken, zu sagen, wir können das Problem dadurch lösen, dass zunächst ein Darlehensvertrag abgeschlossen wird und eine Woche später dann der Versicherungsvertrag. Wenn der Versicherungsvertrag nicht gut ist, dann hat es auch keinen Sinn, den eine Woche später abzuschließen. Sondern wir müssen die Regeln so setzen, wie wir sie über die Jahre im Finanzmarkt insgesamt gesetzt haben. Das heißt, wir wollen Aufklärung für den Verbraucher, wir wollen eine Beratungspflicht und wir wollen vor allen Dingen Transparenz haben. Und das haben wir mit diesem Gesetz gemacht. Denn in Zukunft wird die versicherte Person, die also einen solchen Vertrag abschließt, die wird also so gestellt, als wenn sie der Versicherungsinhaber wäre. Das Problem bei diesen Verträgen ist, der versicherte Person geht zu einer Bank, geht zu einem Autohaus und muss einem Vertrag beitreten, der zwischen Bank und Versicherungsgesellschaft abgeschlossen ist. Dadurch hat er nicht die Rechte eines normalen Verbrauchers. Wir regeln das jetzt heute so, dass der Kunde so gestellt wird,
als wenn er der Versicherungsnehmer selbst wird. Das heißt, es gibt eine Beratungspflicht, eine Informationspflicht, es gibt eine Dokumentation, es müssen alle Ausschlüsse, alle Leistungen dargestellt werden und vor allen Dingen, es muss der Widerruf dargestellt werden und die Kündigungsmöglichkeiten. Das ist etwas, was wir bisher noch nicht hatten. Und damit erfüllen wir nämlich den Anspruch, den wir haben, dass wir mit diesem Gesetz in der Tat die Verbraucherrechte in Deutschland stärken. Der Kollege hat darauf hingewiesen, dass er sogar nach einer Woche noch mal ein zusätzliches Schreiben der Versicherung kommen muss, um das alles noch mal so abzusichern. Ich sehe, der Präsident blinkt mir schon zu. Er weiß, das ist meine letzte Rede, aber ich möchte damit auch zum Abschluss kommen und mich ganz herzlich bei allen bedanken hier. Ich durfte 15 Jahre diesem Hohen Haus angehören. Mein Hauptthema war natürlich die Finanzmarktregulierung und wir haben uns auch in dieser Frage sehr intensiv gestritten, möchte ich sagen, in diesem Haus. Aber wir sind ja noch einige Monate hier. Also ich weiß, im September, es ist genau der 11. September, und es ist genau 10 Jahre her, dass damals die IKB-Krise bei uns anfing, wo im Grunde wir den Start hatten für die Finanzkrise. Man kann ein negatives Jubiläum jetzt feiern, aber wir hatten halt mit diesen Gesetzen sehr viel zu tun. Es waren insgesamt über 40 große Gesetze, die wir zur Regulierung verabschiedet haben. Ich habe also die Arbeit gerade auch im Finanzausschuss immer als sehr kollegial empfunden. Wir haben uns gestritten, das gehört zur Demokratie dazu. Aber es war eine gute Zeit hier im Deutschen Bundestag. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche allen, die hier kandidieren, natürlich, dass persönliche Wünsche erfüllt werden. Meinen Kollegen aus der CDU-Fraktion, CSU-Fraktion wünsche ich natürlich entsprechend mehr. Das muss jeder verstehen. Aber ich danke allen für die Zusammenarbeit und allen persönlich alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Herr Kollege Flossbach, das war Ihre letzte Rede im Deutschen Bundestag. Sie haben dem Hohen Hause 4 Legislaturperioden angehört und dabei mit ganz besonderer Leidenschaft sich der Finanzpolitik gewidmet. Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken.